Wochenende sind wir wieder überall vertreten. Überall beginnt in Köln. Dort laufen zwei Pferde, Artistic Mission, der letzten Mal etwas unter Wert gelaufen ist, einen kleinen Infekt gehabt hat und den jetzt auskuriert hat. Und ich denke, der sollte gut laufen. Schwarzer Wolf kennt nur gute Leistungen, hat letzten Start gewonnen. Wie man in der Fachsprache sagt, ist es mit Aufgewicht schwerer. Aber mit Bozzabaya haben wir einen sehr guten Reiter. Und der kann vielleicht die 3 Kilo, die er drauf bekommen hat, kompensieren. Zeitgleich laufen 2 Hindernispferde noch in Meinfeld. Das ist einmal Omega, der letzte Mal zwar nur 3. war, aber alles in allem doch nah genug dabei war, um in der Schweiz ein Platzgeld zu kriegen. Und El Muchacho halte ich auf Dauer für ein sehr ordentliches Pferd. Er muss halt noch etwas lernen, die deutschen bzw. europäischen Sprünge zu lernen, wo es darum geht, dass die Pferde durch die Hecke springen und nicht drüber springen. Aber er ist kein dummer Junge, der wird das schon machen. Machen tut es Abingianti, auch der kam aus England, hat sich am Anfang etwas schwer getan, war sogar in Deutschland sieglos, aber in Letoké hat er das gut gemacht. Jetzt ist es etwas schwieriger, aber wir haben das System in Frankreich ausgenutzt, indem wir eine Reiterin draufgesetzt haben, die in England schon mehrere Gruppe 1 Rennen gewonnen hat und noch 2 Kilo runternimmt, sodass seine Chancen dadurch etwas besser aussehen. Der Boden wird dort schwer sein, aber als irischer Gummistiefelläufer wird ihn das nicht stören. Abingianti, 12:50 Uhr Montag, also Montag.